Ja, Genesis Kapitel 2. Wir gehen schrittweise voran durch dieses lange Buch mit 50 Kapiteln oder so. Zweites Kapitel, der Auftrag. Also wir werden heute hoffentlich eine Idee davon bekommen, wozu sind wir eigentlich da, wozu sind wir Christen, wozu haben wir Gemeinde, was soll das Ganze? Ist es nur Beschäftigungstherapie für Leute, die aufgrund der Automatisierung und der künstlichen Existenz keine Arbeit mehr haben und nicht wissen, was wir mit ihrer Zeit anfangen sollen? Oder steckt da mehr hinter? Mehr dahinter? Ist es nur ein sozialer Verein, wo wir uns halt irgendwie lieb haben und schauen, dass wir nicht so einsam sind? Oder steckt da mehr dahinter? Was ist unser Auftrag? Und das leitet sich eben ab von Kapitel 2 im Buch Genesis. Ich lese euch den Text einmal vor. So wurden Himmel und Erde und all ihr Schmuck vollendet. Und am sechsten Tag vollendete Gott die Werke, die er gemacht hatte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von allen seinen Werken, die er zu machen anfing. Dies ist das Buch von der Entstehung des Himmels und der Erde, als sie gemacht wurden. An dem Tag, als Gott der Herr Himmel und Erde machte. Bevor irgendeine Pflanze auf dem Feld und auf der Erde war und bevor jedes Kraut auf dem Feld wuchs, denn Gott ließ es nicht regnen auf Erden und es war kein Mensch da, der den Ackerboden bebaute, sondern es ging ein Brunnen aus der Erde hervor und bewässerte die ganze Fläche der Erde. Da formte Gott den Menschen aus der Erde und blies ihm den Lebensatem, den Odem des Lebens ins Gesicht. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Dann pflanzte Gott der Herr im Osten einen Garten in Eden und setzte den Menschen, den er gebildet hatte, dorthin. Außerdem ließ Gott auf dem Erdboden alle Bäume wachsen, die schön anzusehen und gut zu essen sind. Und in der Mitte des Gartens standen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von Eden ging ein Strom aus, um den Garten zu bewässern, und er teilte sich von dort in vier Arme. Der Name des ersten ist Pishon. Der umspült das ganze Land Havila, in dem Gold ist. Das Gold in diesem Land ist gut. Auch der Karfunkel und das Smaragd sind dort. Der Name des zweiten Flusses ist Gihon. Er fließt um das ganze Land Äthiopien oder Kusch. Der Name des dritten Flusses ist Tigris. Er fließt gegen die Assyrer hinüber und der vierte Strom ist der Euphrat. Da nahm Gott der Herr den Menschen, den er geschaffen hatte, und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott der Herr gebot Adam und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Denn an welchem Tag du von ihm isst, wirst du des Todes sterben. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm gleich ist. Und Gott formte aus dem Erdboden alle wilden Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu Adam, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und Adam nannte jedes Lebewesen so, wie er es nannte. Und das war sein Name. So gab Adam allem Vieh, allen Vögeln des Himmels und allen wilden Tieren des Feldes Namen. Aber für Adam wurde kein Helfer gefunden, der ihm gleich wäre. Da ließ Gott einen Schlaf über Adam kommen, und er schlief. Und er nahm eine seiner Rippen und füllte das Fleisch an ihrer Stelle auf. Dann baute Gott der Herr aus der Rippe, die Adam genommen hatte, eine Frau und brachte sie zu ihm. Da sagte Adam: Das ist nun Fleisch von meinem Gebein, Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Frau genannt werden, denn sie ist aus dem Mann genommen. Kleiner Hinweis. Das hier ist da im Deutschen schlecht wiederzugeben. Eigentlich heißt es im Hebräischen, sie soll Männin genannt werden, denn sie ist vom Mann genommen. Männin, Mann, also in dem Fall halt Frau. Wir wissen eh, was gemeint ist. Sie soll Frau genannt werden, denn sie ist von dem Mann genommen. Darum soll der Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau gefügt werden. Und die beiden sollen ein Fleisch werden. Sie waren aber beide nackt, Adam und seine Frau, und schämten sich nicht. Soweit der Text. Wir machen kurze Wiederholung vom Auftrag aus Genesis 1, weil da ja schon im letzten Kapitel der Auftrag besprochen wird oder angedeutet wird.
Dann werden wir schauen, dass der Garten Eden ein Muster für die Erde sein soll. Wir sehen, dass es einen detaillierteren Bericht von der Erschaffung des Menschen hier gibt. Dann welchen Auftrag Gott zuerst Adam gegeben hat. Und dann, dass er Adam eine Gehilfin zur Erfüllung des Auftrags zur Seite gestellt hat. Und dass das Ganze auf Christus und die Gemeinde hinweist und die geistliche Bedeutung des Auftrags betonen. Dabei gibt es zwei Exkurse in der ganzen Geschichte, die einfach, weil sie interessant sind, habe ich es reingehaut, damit wir wissen, was wir da alles noch nachdenken können. Wir können eh nicht auf alles eingehen, aber wir werden einen kurzen Exkurs über den Aufbau des Buches Genesis machen, erster Buch Mose. Das bietet gleich einen Überblick über die Themen, die da drinnen sind oder die Abschnitte und einen Exkurs, ob man weiß, wo lag denn der Garten Eden? Wo war denn das? Gibt es da Hinweise? Und das ist einfach spannend, weil ich denke, es geht ja um einen konkreten historischen Ort auf einer konkreten, echten Erde. Und da stellt sich schon die Frage, na, wo war denn das? Kann man das noch irgendwie rekonstruieren, wissen? Und die Wichtigkeit da ist einfach nur, es ist real und konkret gewesen. Das ist der Punkt, warum ich diesen Exkurs mache, dass man das nicht als ein Märchen betrachtet, sondern als etwas, das in Raum und Zeit geschehen ist. Der Auftrag aus dem ersten Kapitel, ich lese noch einmal vor, dann sagt der Gott, lasst uns Menschen nach unserem Bild machen, nach unserem Ebenbild. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. So schuf Gott den Menschen als Abbild Gottes, schuf er ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und das Thema der Auftrag ist weltweit und hat damit zu tun, dass wir diese Tiere und so weiter kennen und im Gottes Sinn verwalten und regieren. Im zweiten Kapitel haben wir gesehen, wie Adam den Tieren Namen gibt. Das ist ein Teil dieses Herrschaftsauftrages. Wir müssen mal unser Revier sozusagen, unser Herrschaftsgebiet kennenlernen. Wir müssen uns beschäftigen, denn wenn wir über diese Tiere im Namen Gottes herrschen sollen, das heißt sie pflegen sollen, auf sie Acht haben sollen, die Erde gestalten und verwalten sollen, dann müssen wir wissen, dass ein Pinguin, wie wir heute gehört haben, kein Adler ist. Pinguin kann nicht fliegen, aber kann super schwimmen, haben wir gehört. Und wenn man sich dann auseinandersetzt mit den Tieren, dann merkt man, jedes Tier braucht seine eigene Zuwendung und Pflege. Jede Pflanze braucht ihre eigene Zuwendung und Pflege. Das heißt, es setzt sehr viel Kenntnis der Schöpfung voraus. Darum soll es uns eigentlich interessieren, wie funktioniert die Welt, in der wir leben. Und vielleicht ist sogar der Biologieunterricht einer der wichtigsten Gegenstände in der Schule, wenn uns dort ein Interesse geweckt wird für die Welt, in der wir leben, für die Schöpfung. Aber zum ersten Exkurs. Es heißt, dies ist das Buch von der Entstehung des Himmels und der Erde, als sie gemacht wurden, an dem Tag, als Gott der Herr Himmel und Erde machte, bevor irgendeine Pflanze auf dem Feld auf der Erde war, bevor jedes Kraut auf dem Feld wuchs, denn Gott ließ es nicht regnen auf Erden und es war kein Mensch da, der den Ackerboden bebaute. Und wir gehen auf das noch ein. Wie ist es jetzt? Hat es die Pflanzen schon gegeben, ja oder nein, als Adam geschaffen worden ist? Da komme ich nachher drauf zurück. Aber hier gibt es eine ganz interessante Formulierung. Das ist das Buch von der Entstehung des Himmels und der Erde. Back. Das ist das Buch. Und das bezieht sich nicht auf das, was nun folgt, sondern auf das, was davor war. Das heißt, mit diesem Aussatz, das ist das Buch von der Entstehung des Himmels und der Erde, als sie gemacht wurden an dem Tag, als Gott der Herr Himmel und Erde machte, fasst das erste Kapitel noch einmal zusammen. Und es ist ein Buch, ein in sich abgeschlossenes Buch, das diese Geschichte beschreibt. Das ist jetzt das Buch von dem. Im Griechischen Genesis, die Entstehung, und dann Biblos, das Buch der Entstehung, das Buch des Ursprungs. Und Genesis kann auch Generationen oder Genese, Entwicklung, alles Mögliche bedeuten. Es ist ein sehr breites Wort. Im Hebräischen
Tolle da, Herkunft, Geschichte, Familie, Generationen. Das ist das Buch der Herkunft von Himmel und Erde. Und das kommt sehr oft vor, diese Formulierung im ersten Buch Mose. Und die kommt so oft vor, 11 Mal, dass man das erste Buch Mose tatsächlich in 11 so Abschnitte unterteilen kann, die dann so ausschauen. Das Buch von der Entstehung des Himmels und der Erde, das Buch von der Entstehung des Menschen, die Geschichte Noahs, die Genealogie der Söhne Noahs. Und ihr seht, es ist überall ein bisschen anders übersetzt, weil es aus dem Zusammenhang einfach mal dieser Aspekt, mal jener mehr Sinn macht. Das ist der Stammbaum Sems, das ist das Geschlechtsregister Terachs, der Stammbaum Ismaels, das Geschlechtsregister Isaaks, das Geschlechtsregister Esaus, das Geschlechtsregister noch einmal Esaus, zweimal, das Geschlecht Esaus und das Geschlechtsregister Esaus. Und so ging es mit Jakobs Söhnen weiter, also auch Genesis. Das ist die Genesis von Jakobs Söhnen. Das heißt, wir haben hier lauter Abschnitte, die alle mit derselben Formulierung geschrieben sind. Und da ist einer draufgekommen, ein Mann namens P.J. Wiseman. Er hat festgestellt, dass alte Erzähltafeln normalerweise in Kolophonen endeten. Das heißt, solche speziellen Abschlusssätze, die ein sehr spezifisches Format hatten, das aus 3 Teilen bestand. Dies war die Geschichte, das Buch, die Genealogie von, zweitens der Name der Person, die diese Tafel geschrieben oder besessen hat, und drittens ein Datum, wie im Jahr des großen Erdbebens oder das dritte Jahr des Königs und so weiter. Und Wiseman bemerkte, dass es in Genesis 11 solcher Sätze gibt, die das gleiche Kolophonformat haben und seit langem als Toledot-Passagen bezeichnet werden, also Generationen-Passagen. Das Buch ist im Allgemeinen thematisch nach dem Vorbild des Toledot unterteilt. Was Wiseman neu auf den Tisch brachte, war die Idee, dass diese scheinbaren Kolophone darauf hinwiesen, dass Genesis ursprünglich eine Sammlung von erzählenden Tontafeln waren, die in Keilschrift geschrieben waren. Wie die alten Tafeln, die er gesehen hatte in den sumerischen Bibliotheken und babylonischen Bibliotheken. Die steht im Gegensatz zu den traditionellen Ansichten, dass Moses Genesis ganz alleine ohne externe Quellen schrieb und im Gegensatz zu dieser dokumentarischen Hypothese, dass Genesis von viel späteren und unbekannten Redakteuren zusammengestellt wurde. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Es gibt, was die Bücher Mose angeht, die Idee, dass es erst 1000 Jahre nach Moses oder 900 Jahre Moses aus mündlichen Quellen zusammengestoppelt worden ist und deswegen hat es so ein Patchwork-Eindruck. Da ein Stückerl, dort ein Stückerl, da wieder was dazu, eins nach dem anderen zusammengesammelt. Und dann gibt es die anderen, die sagen, na, Moses hat das ganze erste Buch Mose prophetisch inspiriert bekommen und alles geschrieben. Und P.J. Wiseman sagt, ja, offenbar hat der Moses lauter alte Keilschrifttafeln gehabt, die er zusammengefasst hat und übersetzt hat. Und man merkt es teilweise, wenn er deinen Ortsnamen sagt, Ortsname sowieso, das heißt heute so und so, wo er dann aktualisiert hat drinnen im ersten Buch Mose immer wieder, sagt, das hat früher so geheißen, jetzt heißt es so. Also ganz offenbar geht es auf ältere Quellen zurück. Und der Wiseman hat vorgeschlagen, und ich teile diese Idee, dass er eigentlich alte Keilschrifttafeln, quasi die Familienchronik seit der Schöpfung, gesammelt gehabt hat und zusammengetragen hat. Weil es geht zurück bis zur Schöpfung. Das heißt, Schrift ist so alt wie die Menschheit. Das ist eine steile These. Ja? Schrift ist so alt wie die Menschheit. Aber es ist auch logisch, in irgendeiner Form haben sie sich Notizen gemacht und Erinnerungen festgehalten. Ob es jetzt immer Keilschrift war oder was anderes, sei dahingestellt. Aber sie haben sich Dinge festgehalten. Und das ist das Buch, wir haben es in unserer Bibliothek irgendwo drin und die Entstehung der Genesis. Das zeigt uns, dass wir hier auf verlässliche alte Quellen aufbauen. Dass das, was hier im ersten Buch Mose geschrieben steht, nicht das Ergebnis einer generationenlangen mündlichen Überlieferung ist, sondern knapp und kurz das, was in der Familienchronik des Volkes Gottes seit jeher festgehalten worden ist, das treu überliefert wurde, von Mose im ersten Buch Mose zusammengefasst ist. Ich halte das für glaubwürdig, sieht nicht jeder so, aber ich habe gedacht, ich erzähle euch das. Das macht das Ganze noch authentischer.
nach dem Motto, das erste Buch, das Buch von der Entstehung des Himmels und der Erde, hat wahrscheinlich Gott selbst geschrieben und dem Adam in die Hand gedrückt. Schau, das kannst du mal lesen, wenn du Enkelkinder hast oder so. Meine Vorstellung, ja. Aber eine alte schriftliche Tradition, um das geht es mir hier. Ja, und wie Gott den Menschen, bevor Gott den Menschen geschaffen hat, ist noch keine Pflanze gewachsen, weil Gott es nicht regnen ließ und es war kein Mensch da, der den Ackerboden bebaute. Gut, wie passt es zusammen? Gott gebot der Erde, alle Pflanzen hervorzubringen am dritten Tag. Heißt es, dass sie dann sofort in voller Blüte dagestanden sind? Hat die Erde das sofort gemacht oder einfach nur die Samen in die Erde gelegt, damit sie dann langsam herauswachsen? Das Wasser hat noch gefehlt, er hat die Anlagen für die ganze grüne Schöpfung gemacht, aber es noch nicht regnen lassen. Wie schnell dauert es, bis Gras wächst? Kommt relativ schnell. Gras kommt schnell. Das heißt, am fünften Tag oder sechsten Tag, wie die Tiere waren, haben sie schon schnell Gras gehabt, ein bisschen was. Und es ist dann nachher relativ schnell alles erblüht und gekommen. Aber es war zuerst einmal nichts da. Und also unsichtbar, in der Erde war es da. Und dann sagt er, warum das so ist. Weil der Mensch noch fehlte, die Erde zu bebauen. Und das zeigt uns etwas über die Art und Weise, wie wir herrschen sollen, nämlich Pflege und Kultivierung. Wir sollen Gärtner sein, wir sollen Landschaftsgestalter sein. Die Erde braucht den Menschen, damit das Ganze gut wächst und in einem guten Zusammenhang gestaltet wird, ausgewogen, gepflegt wird. Und da gehört eben ein anderes Verständnis von Herrschaft. Nicht Herrschaft im Sinne von Ausbeutung, wie es heute ist, nicht Herrschaft im Sinne von Monokulturen zur Profitmaximierung, sondern Herrschaft im Sinne einer göttlichen Ausgewogenheit. Wir sehen in der Schrift immer wieder, wie Gott sich Herrschaft vorstellt. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, heißt es in Lukas 22, wer von den Aposteln als der Größte zu gelten habe. Er sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie, und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Das ist so, gell? Je gewaltiger, je mächtiger ist, man nennt dann Alexander den Großen groß, weil er endlos Kriege geführt hat und Menschen getötet hat. So einer ist ein Großer. Man nennt Herodes einen Großen, der seine Frau getötet hat und seine Kinder und noch andere Gräueltaten vollbracht hat. Solche Leute nennt man groß. Wenn man die beeindruckend findet, die sind mächtig, die haben was zusammengebracht. Das ist nicht Gottes Vorstellung von Herrschen. Gottes Vorstellung von Herrschen ist ein Hirtendienst. Pflegen, gestalten, behüten. Moses musste erst 40 Jahre die Schafe seines Schwiegervaters hüten, ehe er das Volk Gottes führen durfte. 40 Jahre Schafe. Bäh. Und dann 40 Jahre ein murrendes Volk Israel. Das war, aber er war vorbereitet, ja, auf sture Böcke. Er war vorbereitet drauf. Oder David wurde von den Schafen weg ein König Israels. Und zu Petrus hat der Herr Jesus gesagt, Simon, Simon, der Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Weide meine Lämmer. Und darum, Gemeindeleitung oder Leitung oder Herrschaft im Gottessinn ist nie Gewaltausübung, nie eine Machtposition. Viele haben auch einen Gemeindeleiterdienst als Machtposition missverstanden. Da gibt es im dritten Johannesbrief den Diotrephes, der gern der Erste sein wollte und alle anderen rausgehaut hat. Da gibt es in der mittelalterlichen Kirche die Bischöfe, die sich gegenseitig den Rang streitig gemacht haben. Das ist nicht Gottes Sinn. Es ist auch nicht so, dass ein Pfarrer jetzt ein Chef ist, der da den großen Macho raushängen lässt und keinen Widerspruch duldet oder nur sich auf seinen Pfründen ausruht und gut gehen lässt, sondern es ist ein Hirtendienst. Wir sollen Vorbilder der Herde sein, heißt es im Petrusbrief noch an einer anderen Stelle. Es ist
ein ganz, ganz anderes Leitungsverständnis. Ich betone das deshalb, weil viele haben ein Problem damit, wenn es heißt, die Menschen sollen über die Schöpfung herrschen, weil sie dieses falsche Herrscherbild im Auge haben, nämlich das Ausbeuterische, das Gewalttätige. Und so gebärden wir uns ja auch. Der Mensch in der Sünde ist gewalttätig, ist herrschsüchtig. Aber ein Menschenbild Gottes ist wie Christus, ein Diener, ein Hirte. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und das ist aber der Grundton unseres Auftrags. Wenn wir von unserem Auftrag über diese Welt und diese Schöpfung reden, dann haben wir diese dienende Note gegenüber der Schöpfung und nicht eine herrschende. Eine gestaltende, eine kultivierende, eine pflegende Perspektive auf unseren Dienst, aber keine ausbeuterische, zerstörerische, selbstsüchtige Haltung. Soweit der Grundton. Aber es beginnt an einem ganz, ganz kleinen Fleck im Garten Eden, der ein Muster für die ganze Erde sein sollte. Dann pflanzte Gott der Herr im Osten einen Garten in Eden und setzte den Menschen, den er gebildet hatte, dorthin. Außerdem ließ Gott auf dem Erdboden alle Bäume wachsen, die schön anzusehen und gut zu essen sind. Und in der Mitte des Gartens standen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von der Eden ging ein Strom aus, um den Garten zu bewässern, und er teilte sich von dort in vier Arme. Der Name des ersten ist Pishon, er umspült das ganze Land Havila, in dem Gold ist. Und das Gold in diesem Land ist gut. Macht uns das neugierig eigentlich? Macht uns das neugierig? Hey, am Ende von dem Fluss, irgendwo am Fluss entlang, da gibt es Gold zum Finden und Karfunkel und Smaragd. Das ist interessant. Wollen wir hingehen? Seht ihr den Anreiz, der in dieser kleinen Beschreibung steht, über den Garten hinauszugehen und einmal in die Welt hinaus, den Auftrag anzunehmen, anzugehen. Der Name des zweiten Flusses ist Gichon. Er fließt durch das ganze Land Äthiopien oder Kusch. Der Name des dritten Flusses ist Tigris. Er fließt gegen die Assyrer hinüber, und der vierte ist der Euphrat. Ja, wo war dieser Garten? Da gibt es den David Roll, der vermutet, dass der Garten im Kaukasus war, im südlichen. Da gibt es tatsächlich eine Ebene, die heißt Edin, und im Osten der Ebene ein fruchtbares Tal. Und alle vier Flüsse, die in 1. Mose 2 genannt werden, haben irgendwo so einen Bezug zu diesem Gebiet. Sie fangen jetzt nicht mehr alle in einem Ursprung an, und das ist vielleicht etwas, das schwer vorzustellen ist, wie ein Fluss sich in vier Teile teilt, aber es geht, wenn es ein gestalteter Garten ist. Wenn man einen Garten gestaltet und ich sage, ich mache einen großen Teich in der Mitte, der gespeist wird, und dann mache ich vier Ausgänge aus dem Teich, dann kann ich aus einem Fluss vier machen. So geht's, aber in der Natur kommt das nicht vor. Das heißt, diese vier Flüsse, die aus einem entspringen, sind schon ein Hinweis, da ist etwas gestaltet worden. David Roll hat diese Theorie. Als Eden wird die Ebene von Minya-Doab ausgewiesen. Sie erstreckt sich in der Region Aserbaidschan im Nordiran. In dem Bereich befindet sich der Urmiasee. Eden wird als Teil des alten Reichs Arata interpretiert, das zumindest die Ebene von Minya-Doab und das Land Havila umfasst haben müsste. In den vier Häuptern oder Quellen liest Rolf vier Quellen, denn Häupter kann auch mit Anfänge übersetzt werden. Die vier Häupter können also die vier Flussanfänge, sprich als vier Quellen, gedeutet werden. Eden müsste sich demnach dort befinden, wo die Flüsse Pishon, Gihon, Hiddekel, Perat entspringen. Und Roland identifiziert die Flüsse von Eden folgendermaßen. Übrigens haben wir auch ein Buch von David Roll, nicht dieses bei uns in der Bibliothek, nämlich sein Buch über Pharaonen und Propheten, wo er uns zeigt, wo die Patriarchen in Ägypten gelebt haben und die Gräber der Patriarchen in Ägypten waren. Also er hat da sehr, sehr gute Forschungsarbeit gemacht. Und ist auch kein Christ, der David Roll, sondern ein Agnostiker. Aber mit einem tiefen historischen Interesse und der Überzeugung, dass die alten Überlieferungen der Bibel durchaus historisch sein können. Und er forscht unter der Überlegung, dass sie historisch waren, dass es wirklich so war. Deswegen hat er Interesse an Eden auch. Perat, der hebräische Name für den Fluss Euphrat, Hiddekel,
nahe von Assur floss der Tigris, Gihon, der Fluss Aras. Noch im 7. Jahrhundert war der Aras unter dem Namen Gihon geläufig. Also, wenn man hier zurückgeht, der Gihon, der ganz oben, der Fluss, heißt heute Aras, hat aber bis ins 7. Jahrhundert den Namen Gihon gehabt. Deswegen war er da gespannt. Und dann Pishon, der Fluss Kizil-Ussan, Sefit Rut, Wörter mit U und so weiter, erklären wir es semitisch, brauchen wir nicht Dings. An dem Pishon findet man heute noch Gold. An dem Fluss. Also es ist auch da der Bezug zum Gold gegeben. Und dann gibt es die Idee, dass der Urmia-See als Quelle der vier Flüsse vermutet worden sein. Das heißt, ein großer See, aus dem dann alle irgendwo entsprungen sind. Immerhin bedeutet der Name Urmia im Altsyrischen in etwa Wiege des Wassers. Also es ist natürlich eine Theorie, eine Hypothese. Ja, die kann stimmen, muss nicht stimmen. Aber worum geht es mir dabei? Es ist ein realer Ort auf Erden. Tatsächlich ein Ort, den man, wenn es ihn gegeben hat, theoretisch auch irgendwo was finden müsste. Klar, die Sintflut ist drüber gegangen, es ist bei weitem nicht mehr so, wie es war, aber die Sintflut hat ja nicht die Kontinente und die Landmassen weggewascht. Die hat man einfach nur Schlamm und Erde drüber gehauen. Aber natürlich gibt es die Regionen, die es vor der Flut gegeben hat, auch nach der Flut noch. Halt ein bisschen überschwemmt und dann wieder antriggert. Nach der Flut blieb eine Erinnerung daran, wo das war, auch wenn die Flut alles umgewälzt und zerstört hat. Man hat sich erinnert, das war doch dort irgendwo. Nicht die ganze Erde, und das ist ein wichtiger Punkt, war ein Paradiesgarten, sondern der Paradiesgarten war nur ein Garten im Osten von Eden. Man muss sich das sehr klein vorstellen. So groß, dass zwei Leute, Adam und Eva, diesen Garten pflegen konnten. Also die ganze Erde schafft man nicht zu zweit. Zu zweit zwei Leute. Und ein Garten ist das Gegenteil von Wildwuchs. Das ist auch ein wichtiger Punkt, da werden wir noch ein bisschen drauf gehen. Groß genug für zwei Menschen. Wenn sie sich dann vermehrt haben, wenn sie Kinder bekommen haben und sich ausgebreitet haben, dann haben die Kinder von Adam und Eva vielleicht 50 Kilometer weiter einen Garten angelegt und kultiviert und die Enkel 200 Kilometer weiter und so teilt sich's auf. Hätten sie es nur zu zweit machen können, dann wären sie in Eden, hätten sie angefangen, dann wären sie nach Alaska gegangen, hätten dort gestaltet und verwaltet. In der Zwischenzeit wäre der Garten Eden wieder verwildert. Das wäre eine Sisyphusarbeit gewesen. Und darum ist es wichtig, dass sich Adam und Eva vermehren. Ohne die Vermehrung ist dieser Auftrag nicht zu erfüllen. Deswegen mehrt euch und herrscht, gehen Hand in Hand. Und damit ist ein sukzessives, ein schrittweises Ausbreiten des Auftrags Gottes über die ganze Erde, in dem, was sie in Eden gesehen haben, in Eden gelernt haben, an Gottes Ordnung, auf die ganze Welt Anwendung findet. Das ist der Grundgedanke. Die ganze Welt, ein Garten Eden. Und es beginnt damit, dass Gott Menschen geschaffen hat, die dafür geeignet sind. Nicht nur ein Bild Gottes geschaffen, sondern wir haben wieder eine ganz interessante Parallele. Da ging ein Brunnen aus der Erde hervor und bewässerte die Fläche der Erde. Da formte Gott den Menschen aus der Erde, blies ihm den Lebensatem, den Odem des Lebens ins Gesicht. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Dann pflanzte Gott der Herr im Osten einen Garten in Eden und setzte den Menschen, den er gebildet hatte, dorthin. Und wir sehen ein paar Elemente, die uns mittlerweile vielleicht eh schon vertraut sind, nämlich alles, was mit der Taufe in Wasser und Geist zusammenhängt. Es brauchte diesen Brunnen, diese Quelle, die ausspringt, Wasser. Die Erde wird bewässert und dann wird sie geformt. Man kann trockene Erde nicht formen, das wissen wir alle von der Sandkiste, oder? Wenn wir Sandkuchen bauen haben wollen, dann haben wir immer Wasser gebraucht dazu. Wir haben zuerst ein bisschen einen Gatsch gemacht, auch bei Sandburgen, ein bisschen Wasser dazu, damit wir das formen und Sandküchlein, Sandburg. Genauso brauchte Gott Wasser, damit er aus der Erde den Menschen formen konnte. Nicht schaffen, formen. Das ist ein ganz anderes Wort als bei der Erschaffung von Himmel und Erde. Gott formt den Menschen, er legt Hand an. Man kann sich das bildlich wirklich vorstellen, so wie wir einen Schneemann formen, oder?
Jetzt machen wir einen Kopf, dann machen wir einen Bauch, dann machen wir einen Unterleib, drei Kugeln, dann machen wir zwei Augen und stecken mir eine Karotte ins Gesicht. So, ich stelle mir das so bildlich vor, wie Gott formt. Jetzt mache ich den Adern seine Nase, seine Ohrwascheln. Er formt, er legt Hand an. Das ist ja etwas wie der Töpfer und der Ton, oder? Lassen wir es zu, dass Gott uns formt und gestaltet. Ja, dazu brauchen wir das Wasser. Und dann brauchen wir aber auch noch den Geist Gottes, der in uns eingehaucht wird, damit wir lebendig werden. Tertullian hat einmal gesagt, ist dann nicht sogar auch das Werk der Bildung des Menschen nur unter Hinzunahme des Wassers beendet worden? Von der Erde kam der Stoff jedoch nur, wenn er nass und angefeuchtet geeignet war, so nämlich wie er durch die erst vor 4 Tagen an ihren Ort abgesonderten Gewässer mit der von ihnen zurückgebliebenen Feuchtigkeit etwas mit Schlamm versetzt war. Also er hat es nicht auf den Quelle bezogen, sondern auf die Wasser, die zurückgezogen sind. Da hat er vielleicht schlecht gelesen, der Tertullian. Wollen wir am Nachsehen. Aber egal, der Punkt, Wasser und Erde formen, das hat er in seinem Buch über die Taufe gebracht, das Beispiel. Das brauchen wir, ja. Das heißt, wir brauchen Menschen, die neu geboren sind. Ist auch für den Garten Eden das Bild, wir werden außerhalb von Eden geschaffen und geformt und dann in den Garten hineingesetzt. So wie wir aus der Welt genommen werden, neu geboren werden und in das Reich Gottes gesetzt werden. Es ist derselbe Bogen, derselbe Gedanke, der hier schon grundgelegt wird. Der Mensch wird zuerst geschaffen, dann wird der Garten angelegt, dann wird der Mensch in den Garten hineingestellt. Da ist er jetzt. Ein schöner Garten. Und da passt dazu, was in Apostelgeschichte 2,41 steht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und jetzt ist er dort in dem Garten und jetzt kriegt der Adam eine Aufgabe, einen Auftrag. Steht hier, es war kein Mensch da, der den Ackerboden bebaute. Ergo dessen, Ackerboden bebauen, Adam, das ist dein Job. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, die Vögel des Himmels, das Vieh, über die ganze Erde, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde, macht euch untertan und herrscht. Darüber haben wir schon gesprochen, der Auftrag ist weltweit, aber beginnt in einem kleinen Garten. Und jetzt sehe ich eine Parallele ins Neue Testament. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Das heißt, auch die Predigt vom Reich Gottes beginnt an einem kleinen Ort, beginnt mit Leuten, die von Neuem geboren werden und geht dann von dort aus schrittweise hinaus in die ganze Welt. Eden und Jerusalem, zwei Orte, die genau dasselbe Thema haben. Das eine im Blick auf die Schöpfung, den Garten Eden auszubreiten auf die ganze Welt, das andere im Blick auf das Reich Gottes auszubreiten bis an die Enden der Erde. Und im Prinzip ist der Garten Eden und der Auftrag Gottes an die Menschen nichts anderes als ein Bild oder eine Illustration oder die Vorform der Herrschaft Gottes, des Reiches Gottes über die Schöpfung durch Menschen, die in seinem Bild geschaffen sind. Das ist unser Auftrag. Dann stellen wir das gegenüber. Dann pflanzte Gott der Herr im Osten einen Garten in Eden. Das ist das eine. Und das andere ist, die Erde soll Gras hervorbringen und der Obstbaum bringe Früchte hervor auf Erden. Das eine hat mit Intelligenz, mit Plan und mit Ordnung zu tun. Wer von uns hat gerne Gartenarbeit? Ich weiß, dass die Cornelia es liebt, Blumen zu kaufen und einzusetzen und zu gießen. Die Rahel auch. Der Steffen lernt es gerade. Ich bin weniger der Gärtner, ich habe den braunen Daumen. Aber das liegt uns irgendwo in der Natur. Was ist das höchste Glück eines Wieners, ist der Schrebergarten. Und wenn es dafür nicht reicht, zumindest 20 Quadratmeter Wiese am Campingplatz bei uns. Das lieben die Leute. Da können sie dort sitzen, ein paar Chrysanthemen pflanzen und an Griller hinstellen, ja. Das ist das höchste Glück eines Österreichers oder Wieners, der Schrebergarten oder die Campingplatzparzelle. Da gestalten sie, da schaut euch das an, was die Leute zum Teil machen dort.
kleiner Raum, sie versuchen es schön zu machen. Im Gegensatz dazu ist der Wildwuchs, der Dschungel, da ist keine Intelligenz, es ist planlos, unordentlich. Es ist urgefährlich, wenn man durch den Dschungel geht, weil es könnte überall ein Skorpion sein, man sieht die Giftschlangen nicht. Es ist alles chaotisch, das Sonnenlicht dringt oft gar nicht bis zum Erdboden durch. Wir haben so eine romantische Vorstellung vom edlen Wilden und von der edlen Wildnis, unberührte Natur. Aber unberührte Natur, das ist nicht Gottes Vision. Gottes Vision ist gestaltete, gepflegte, geordnete Natur. Die Natur ordnet nicht, die Natur ist chaotisch. Wildwuchs, Dschungel. Das heißt, dieser Unterschied, genauso wie die Welt draußen in der Gottlosigkeit und Sünde chaotisch ist und die Gemeinde als kleiner Garten Eden in dieser Welt etwas von Gottes Ordnung und Schönheit widerspiegeln soll, so stellt Eden einen Gegensatz zu Dschungel dar. Ja? Also es geht wieder darum, etwas zu ordnen. Es muss aber dafür zuerst Ordnung gelernt werden. Wenn wir etwas ordnen wollen, müssen wir zuerst Ordnung lernen. Und das lernen Adam und Eva mal an der Gartenanlage an sich. Gott hat es einmal gemacht. Gott hat den Mustergarten angelegt. Dort hat er sie hineingesetzt, dort sollen sie schauen, wie das geht. Dazu gehört, dass die Schöpfung auch einen geheiligten Ruhetag hat, einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe zur Ehre Gottes gehört. Das heißt auch die Zeiteinteilung, wann man arbeitet, wann man ruht, ist ein Teil der Ordnung, die schon in Eden grundgelegt ist. Und es ist wichtig, dass wir nicht uns nur deppert arbeiten, nicht zu wenig arbeiten und nicht zu viel arbeiten. Es braucht, damit man das ordentlich macht, regelmäßige Betreuung und Pflege. Aber man darf nicht sich nur tot arbeiten, man muss die Pause einhalten dazu. Aber man dachte, Pause ist so schön und ich arbeite lieber einen Tag in der Woche und 6 Tage durchruhen, dann wird man mit dem Garten nicht viel weiterbringen. Das heißt, Gott ist ein Gott, der uns sehr wohl zum Arbeiten anhält, weil es ist viel Arbeit, es ist ein großer Auftrag. Macht's was damit, setzt euch ein. Noch sind keine Dornen und Disteln gesprossen. Noch war die Erde nicht verflucht. Noch war die Arbeit vergleichsweise leicht. Aber es war Arbeit. Man musste sich Gedanken machen. Man musste diszipliniert sein. Und die nötige Ruhe haben. Und es gehört auch zu dieser Ordnung, dass die Erkenntnis und Bestimmung von Gut und Böse Gott vorbehalten bleibt. Wir werden über diese Bäume das nächste Mal reden, im 3. Kapitel, da macht es mehr Sinn zu reden, was ist der Baum der Erkenntnis von Guten und Bösen und der Baum des Lebens. Aber es gehört zu dieser Ordnung, was gut und böse ist, legt Gott fest, das ist nicht in unseren Ermessen. Und die Verheißung ewigen Lebens, wenn wir im Gehorsam bleiben, weil der Baum des Lebens ist genauso in der Mitte des Gartens. Das ist ein Ort, dorthin hat Gott den Segen geboten, Leben in Ewigkeit. Das ist wie im Psalm 132, wo Brüder in Gemeinschaft leben, dort ist der Segen. Ewiges Leben, wenn wir im Gehorsam bleiben. Der Baum des Lebens ist im Garten, nicht außerhalb des Gartens. Und von dort aus, wenn wir das gelernt haben, Garten an sich, die Ordnung des Gartens, Arbeit und Ruhe, dass wir Gott bestimmen lassen, was gut und böse ist und dass wir das ewige Leben im Gehorsam bewahren, dann muss die Ordnung weiter verbreitet werden. Und dazu müssen die Menschen fruchtbar sein und sich mehren, sonst geht es nicht. Wir brauchen also Kinder, 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 ist da in der Schöpfungsidee. Wir haben im Geistlichen eine andere Kinderschar. Wenn es um die Mission geht, dann geht es um geistliche Kinder. Da können auch unfruchtbare Frauen und Männer, da können Singles, zahlreiche Kinder haben, indem sie Menschen zum Herrn führen. Das ist eine Kinderschar, die nicht mehr stirbt. Das sind Kinder, denen man nicht ins Grab nachschauen muss. Das sind Kinder, von denen man schon weiß, die sind jetzt in der Heimat. Nicht Kinder, wo man zittern muss, noch hoffentlich bekehren sie sich einmal. Kinder, die bekehrt sind. Leute, die wir zum Glauben führen. Das ist die Kinderschar, die auch wirklich jeder Christ, ob verheiratet oder unverheiratet, geschieden, fruchtbar, unfruchtbar, zeugen kann und begleiten kann. Wir müssen uns mehren, so wie die Gemeinde sich mehren muss, damit sie an die Enden der Erde kommt. Und dazu werden wir von den 4 Flüssen geleitet, denen wir folgen sollen.
Also ich finde das schon interessant, weil da bewusst gesagt wird, geh mal dorthin, da ist Gold. Da ist Gold. Das ist was Wertvolles. Und im 1. Korinther 3 werden Gläubige mal als Gold bezeichnet. Gold, Silber, edle Steine, die auf der Grundlage des Christus aufgebaut werden. Wow, ich kann jeden Menschen da draußen als potenzielles Goldstück sehen. Ich kann den ganzen Ort als Goldmine sehen und schauen, was haben wir dort an Goldjungen und Mädchen, an Goldstücken draußen. Dorthin, wo sind die Menschen, die offen sind für den Herrn? Dass wir uns führen lassen. Wo sind die, die offen sind? Dass man die Zeit nicht vergeudet mit falschen Wegen, mit Nebenwegen. Also gibt Gott zuerst einmal vier Richtungen, vier Flüsse, denen wir als erstes folgen. So gibt Gott uns auch in Apostelgeschichte Jerusalem, Samaria, Judäa bis an die Enden der Erde. Und ich denke, jede Missionsarbeit hat damit angefangen, die fruchtbar waren, vom Herrn gesegnet waren, mit der Frage, Herr, wohin sollen wir gehen? Wo willst du uns haben? Die irischen Mönche haben sich teilweise ein Schiffe gebaut, nur mit einem Segel, ohne Steuerruder. Und haben gesagt, wir wollen Gott bestimmen lassen, wo er uns hinweht. Die sind im Vertrauen auf Gottes Führung losgezogen. Na, mal schauen, wo er uns an Land wirft, da beginnen wir zum Arbeiten. Ja, so war das eine. Ob das jetzt nachahmenswert ist oder nicht, wollen wir dahingestellt lassen. Aber die Idee dahinter finde ich gut. Gott, führe uns zu den Orten, wo du uns einsetzen willst. Führe uns zu den Menschen, die offen sind für dein Wort. Er sagt ja auch, sucht nach Menschen des Friedens in den Orten. Vergeudet eure Zeit nicht mit denen, die kein Interesse haben. Sucht Menschen des Friedens in den Orten, wo ihr hingeht. Spannend. Die vier Flüsse, die uns leiten, wo es hingehen soll. Und wo sie hinkommen, sollen sie das Land zu seinem Besten kultivieren, gestalten, ordnen, bebauen. Und das ist es, was es bedeutet, sich die Erde untertan zu machen und zu herrschen. Und das sehen wir in Apostelgeschichte 8, da hat es die Verfolgung gegeben, die erste große Verfolgung in Jerusalem, und die Gemeinde ist zerstreut worden. Da waren sie aber schon einige Jahre in Jerusalem beisammen und die Weltmission hat noch immer nicht angefangen. Die sind immer noch in Jerusalem gesessen. Die haben die Ordnung gelernt, gell, in diesen Jahren. Und diejenigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Die Jünger und die Apostel blieben bis Kapitel 8 in Jerusalem und lernten die Ordnung der Gemeinde im Sinne des Reiches Gottes. Es ist so wichtig, dass wir nicht, hurra, ich bin gläubig, ich gehe die Welt evangelisieren, sondern, hurra, ich bin gläubig, jetzt lerne ich einmal, worum es geht. Und dann gehe ich hinaus, wo der Herr mich hinsendet. Wir machen oft die Abkürzung in unseren Gemeinden. Gläubig geworden, oberflächliches Gemeindeverständnis, sofort evangelisieren. Aber da werden keine Jünger des Reiches gemacht, da werden nur Bekehrte gemacht, aber keine Jünger. Und deswegen sind die Gemeinden oft nicht das, was sie sein sollen. Man muss zuerst die Ordnung lernen. Deswegen die Zeit in Jerusalem, wo sie noch nicht rausgegangen sind. Alle Aposteln waren noch in Jerusalem bis Kapitel 8. War das keine verlorene Zeit? Es war eine Zeit, wo die Apostel die Gemeinde gegründet, gelehrt, gefestigt haben, um fähig zu werden, hinauszugehen. Und Gott hat dann durch die Verfolgung den Zeitpunkt festgelegt, wann sie hinausgehen. Und sie haben das verbreitet. Und sie haben deshalb in der Zerstreuung Gemeinden nach demselben Muster gemacht. Wenn sie erst rausgegangen sind, wären 2 Wochen nach der ersten Taufe von der Verfolgung, die hätten ja nicht gewusst, wie machen wir jetzt Gemeinde, was soll das jetzt sein? Die hätten nur Judentum 2.0, die hätten die Synagogen weitergemacht oder irgendetwas. Nein, sie sollten das weiter fortsetzen, was sie in Jerusalem gelernt haben. Und deswegen dasselbe Muster, dasselbe Grundprinzip. Was wir von der Jerusalemer Gemeinde lernen, das ist und das bleibt maßgeblich. In Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Das ist unser Garten Eden. Der erste Garten Eden für uns, neutestamentlich, ist Jerusalem. Und dort lesen wir, dass sie in der Lehre der Apostel verharrt haben, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft, in den Gebeten, im täglichen Beisammensein, bei gemeinsamen Mahlzeiten und Teilen der Güter untereinander. Das sind die 7 Säulen der Weisheit, Sprüche 9, Vers 7, die sich in der Jerusalemer Gemeinde manifestiert haben. So haben sie gelebt und das ist der Grund,
der Grundsatz aller neutestamentlichen Gemeinden. So soll es sein. Das ist der Garten Eden und deswegen müssen wir diese Ordnung des Gartens verstanden haben, ehe wir hinausgehen. Die Idee des Gartens. Ein Garten, das war immer ein eingezäunter, abgegrenzter Ort der kultivierten Ordnung. Jeder Schrebergarten hat einen Zaun nebstbei. Und tatsächlich ist es der hebräische Begriff von Garten Eden, meint einen abgezäunten Garten. Nicht etwas, das ein Weichbild hat und irgendwie so verlaufend in den Dschungel übergeht, sondern es ist klar abgegrenzt mit einem Zaun drumherum. Das ist der Garten, da gibt es ein Drinnen und ein Draußen. In 1. Korinther 5, Vers 12 ist auch die Rede von Drinnen und Draußen. Oder es ist so, wie der Herr Jesus mache es seinen Jüngern in einem Haus gesagt hat oder besser erklärt hat, mehr erklärt hat, als es in der Öffentlichkeit getan hat. Matthäus 13 erzählt er zuerst die Gleichnisse in aller Öffentlichkeit und dann geht er mit ihnen ins Haus und erklärt ihnen, was er gemeint hat. Im Haus, drinnen, nicht draußen. Und deswegen ist es auch mit dem Haus, wo er drinnen war mit seinen Leuten und dann lesen wir, während er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, nämlich außerhalb des Hauses, und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Aber er antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und das ist dieser große Gegensatz zwischen Eden und Dschungel. Zwischen drinnen und draußen, zwischen Welt und Gemeinde. Es gibt ein drinnen und ein draußen. Und das macht es den Begriff der Absonderung eigentlich schön. Das ist dann nicht mehr so ein scharfer gesetzlicher Begriff, sondern schau, hinter dem Zaun gibt es einen Garten, der ist kultiviert. Da draußen ist es anders. Wir sind eine Stadt auf einem Berg, ein Brückenkopf, eine Botschaft des Reiches Gottes. Anders als die Welt, klar abgesondert, klar abgegrenzt von der Welt. Und das ist ein Beispiel von einem irischen Kloster. Bei den Walisern hat man sie Chlan genannt, wie ein Fremdwort lernen, wie ein lustiges. Ein irisches Kloster, immer abgezäunt. Und drinnen haben die Mönche und Gläubige gewohnt, in Familien, in Single-Gemeinschaften, sie haben da drinnen ihre Werkstätten gehabt, sie haben ihr Kleinvieh gehabt. Das waren die Hutterer des Frühmittelalters, sozusagen. Es ist dasselbe Prinzip, ein Garten Eden. Draußen in Irland war die Stammesgesellschaft mit Polygamie, mit Warlords, mit lauter, wo sie sich gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben und Götzendienst und Aberglaube und viel Angst. Und das da drinnen waren Orte, Oasen des Friedens, wo die Leute eine völlig andere Welt gesehen haben. Moderne Theologen und Kirchengeschichtler nennen das eine Utopie, eine utopische Gesellschaft. Sollen sie sagen, was sie wollen, es ist die Realität, wenn man zusammen ist. Möglicherweise leben wir eine Utopie, aber das ist das Reich Gottes. Ja? Ist dieser Welt so fremd, es ist dieser Welt so fremd, dass die gottlosen Gelehrten es als eine Utopie bezeichnen. Nur sind wir halt utopisch, ja. Aber das ist die Wahrheit, das ist das, was es sein soll. Gottes Idee vom Zusammenleben von Mensch und Tieren in so einem Dings, da sind die Kühe und die Ziegen auch drinnen herumgelaufen. Patrick, der erste Bischof von Irland, wenn man so sagen will, den hat man in der Früh im Ziegenstall im Kuhstall beim Melken getroffen. Der hat quasi nicht so schade, die Melkarbeiten zu tun. Einfach um das normale Leben miteinander, gepflegte Ordnung. Und ich finde das ein schönes Bild, das ein gallisches Dorf fast. Na, wir, im Prinzip sind wir wie gallische Dörfer. Kleine abgesonderte Einheiten inmitten der gottlosen Welt. Das ist Eden. Und Gemeindebaumission bedeutet, dieses Prinzip von Jerusalem, des Reiches Gottes, auf der ganzen Welt zu verteilen und zu etablieren. Überall neue Pflanzungen machen, neue Gärten anzulegen, wo Leute Zuflucht finden und Heimat finden, die in dem Chaos der Welt zugrunde gehen. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns fragen, wie gut wir die biblischen Grundsätze des Gemeindelebens kennen und schätzen. Und ihr wisst es, ihr kennt es eh auch, die meisten Gemeinden haben nur die ersten vier Punkte von Jerusalem verinnerlicht.
Apostellehre, Brotbrechen, Gemeinschaft, Gebete. Wobei Gebet oft einmal schwach ausgeprägt ist. Da ist nicht so viel los. Einige halten am Sonntag hin und wieder noch gemeinsame Mahlzeiten. Das gibt es da und dort. Aber Gütergemeinschaft wird praktisch nie praktiziert und als täuferisch-hutterische Sonderlehre abgetan. Tägliche Gemeinschaft ist kein Anliegen und aufgrund der zerstreuten, ich-zentrierten Wohnsituation gilt das als unpraktisch. Das funktioniert ja nicht. Ist ja eine Utopie. Ist ja utopisch. Also, weil wir eigentlich schon einmal 3 von 7 Säulen weggestrichen haben als Freikirchen oder Christenheit insgesamt, 3 von 4 Säulen weggestrichen haben, ist es nicht mehr das, was es sein soll. Es ist nicht mehr der Garten Eden. Und dazu habe ich ein dickes Buch geschrieben, wenn ihr wollt, könnt ihr es einmal lesen, 480 Seiten, oder ihr glaubt es mir einfach, wenn ich die Zusammenfassung bringe. Es ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt, dass es tief bei uns verwurzelt ist, dass wir das, was wir haben, nicht gering schätzen, sondern dass wir es hochachten und schauen, wie viel können wir davon verwirklichen, einüben, praktizieren, verinnerlichen, damit die Gemeinde ihr volles Potenzial entwickelt. Das ist das, was der Stefan gesagt hat, die Wurzeln ausbreiten. Die Wurzeln ausbreiten, einen starken Stamm entwickeln, damit wir auch die Frucht, die der Herr uns verheißen hat, tragen können. Es ist schlimm, es gibt es ja auch, dass ein Zwetschgenbaum so viele Früchte hat, dass ihm die Äste abbrechen. Ist dann blöd, ja, dann ist der Baum hin und wird nie wieder so viel Frucht bringen. Deswegen stützt man manchmal solche fruchtträgende Äste auch noch ab mit den Stützen. Aber wir sollen so gesund und ausgeglichen wachsen, dass wir in der Lage sind, viel Frucht zu tragen. Und dabei darf uns die globale Vision nicht aus dem Sinn geraten. So wie Eden, der Garten Eden, ein Mustergarten für die ganze Welt war, ist die Gemeinde in Jerusalem das Muster für alle Gemeinden weltweit, von dem wir nicht abweichen dürfen. Und wir sollen ebenso fruchtbar sein und uns mehren, wie Adam und Eva fruchtbar waren. Wir sollen viele, viele geistliche Kinder haben, Leute, die zum Glauben kommen, die eingefügt werden, damit sich, wenn wir hier aus allen Nähten platzen, es notwendig ist, dass ein Teil von hier verabschiedet wird. Und ja, das Gefühl haben wir eh angefangen, oder fangen wir jetzt an mit Gottes Hilfe, aber dann vielleicht nach Zwettlergruppe geht, vielleicht eine andere Zwettlergruppe ganz weit weg, ins Weinviertel vielleicht, ha? Ist urweit weg, sagen wir nach Mistelbach oder Poisdorf klingt schön, und dann ist wieder eine Gruppe, die schickt man dann nach Südamerika oder irgendwo hin. Also dass es so wächst, dass es sich automatisch fortpflanzt. Das schönste Wachstum ist Wachstum, weil wir aus den Nähten platzen und uns fortpflanzen können, ausbreiten können. Und dann dort wieder aus den Nähten platzen, ausbreiten. Das ist die Idee, wie auch der Garten Eden und Adam und Eva funktioniert haben. Wir sollen uns so ausbreiten. Gemeinden, die nicht missionieren, sind untreue Gemeinden. Das ist, wir vernachlässigen und negieren unseren Auftrag. Unser Auftrag ist weltweit, nicht nur dass wir uns selber wohlfühlen, das ist zwar auch was Schönes, aber es ist ein weltweiter Auftrag. Und wir haben dazu verschiedene Talente und Gaben bekommen, haben heute auch schon gehört. Wir sollen im Rahmen der Gaben, die Gott uns gegeben hat, dienen. Der eine ist ein Beter, der andere ist ein Prediger, der andere backt Kuchen. Ist auch eine ganz wesentliche Sache, denn dieser eine Bibelkreis, da gehen die Leute deshalb gern hin, weil Cornelius Kuchen dort sind. Oder zumindest auch deshalb dorthin, weil Cornelius Kuchen dort ist. Na, da kann man auch einladen, komm mit, komm, wir gehen zu einem Bibelkreis und es gibt immer einen guten Kuchen. Nee, da komme ich doch schon gern, ja. Wenn man sagt, kommst mit Bibel lesen, das interessiert mich nicht. Aber es gibt dann einen super Kuchen. Ja, ich bin eher süßer. Also so auf der Ebene. Es ist alles, dass es hier einladend ist, dass das Gebäude einladend ist, gepflegt ist, dass man hier freundlich begrüßt wird, dass man Interesse an den Menschen hat, die hereinkommen. Oder auch, dass man am Umgang untereinander merkt, hier ist irgendwie ein bisschen was anders. All diese Sachen spielen zusammen zu einem Gesamtzeugnis. Und jeder von uns hat so sein eigenes Talent, seine eigenen Gaben, mit denen er arbeiten soll. Wenn man das vergräbt, dieses Talent, und sagt, ich mache das jetzt nicht, dann wird man im Endeffekt sein Erbe mit den Verlorenen haben.
weil ich habe euch erwählt, dass ihr Frucht bringt. Nicht, dass ihr es vergrabt. Also dieses Schauen, was kann ich tun mit den Gaben, die Gott mir anvertraut hat. Gebet, immer gut, immer wichtig. Da brauche ich nicht einmal aufstehen dazu. Da brauche ich nicht einmal aufstehen aus dem Bett. Beten kann ich im Bett, wenn ich krank bin, kann ich beten. Also das ist eine wichtige Sache, die braucht man. Wenn ich nicht gehen kann, kann ich was mit den Händen machen. Die Cornelia kann backen. Und wer andere kann was nähen. Und wir machen Handarbeitsgeschichten für den Adventmarkt und präsentieren uns dann draußen mit ein paar Dingen am Adventmarkt und werden Dinge präsentieren und verkaufen und kommen dort mit den Leuten in Kontakt und ins Gespräch. Wenn niemand was bastelt, niemand was häkelt oder so, dann hätte man nichts zum Verkaufen. Dann hätte man keinen Bezugspunkt auf dem Markt und hätten eine Gelegenheit verpasst, etwas vom Herrn dort weiterzugeben. Wir werden ja schätzlich nicht nur Handarbeitssachen hinlegen, sondern vielleicht auch ein paar Traktate oder Schriften. Also ihr seht, wie vielfältig das sein kann, wo wir unseren Beitrag leisten können. Und dazu brauchte Adam eine Gehilfe. Also er konnte es nicht allein machen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm gleich ist. Und er hat aus dem Erdboden die Viecher dann gemacht und Adam hat sie alle benannt, aber unter den Tierleins war kein Helfer gefunden. Aber was er gesehen hat, ist, dass die Tierleins paarweise kommen, männlich und weiblich. Und irgendwie, für mich gibt es kein weibliches Pendant. Das ist in Adam sicher aufgefallen. Also er hat gesagt, na, das passt nicht. Das wären komische Kinder, wenn ich mich mit einer Löwin paaren würde. Also, geht nicht, ja. Also er braucht eine andere Gehilfin. Und eine Gehilfin im Sinne des Auftrags. Das ist wichtig. Gehilfin nicht im Sinne einer minderwertigen, ja, du bist halt die Zweite, die B-Ware, sondern nein, schau Adam, du hast jetzt deinen Auftrag. Das kannst du nicht allein. Du sollst die Erde füllen, das kannst du nicht allein. Das kannst du nur mit einer Partnerin, die anders ist als du und doch gleich genug ist wie du. Gott hat Adam den Auftrag gegeben, nicht Adam und Eva gemeinsam. Das ist vielleicht eine interessante Sache, weil Gott damit Adam zum Hauptverantwortlichen macht und Eva zur notwendigen Hilfe, ohne die er es nicht machen kann. So wie Gott dem Abraham gesagt hat, geh raus aus deiner Heimatstadt. Und der Abraham musste dann irgendwie heimgehen zu seiner Sarah und sagt, du Sarah, ich habe deine Stimme gehört. Wir müssen jetzt raus aus der Stadt. Irgendwo anders hin. Na, wo anders hin? Das weiß ich nicht, das wird mir Gott noch sagen. Na, bist du wahnsinnig? Ich habe da meine ganzen Freunde, die Kinder gehen da, na Kinder haben es nicht gehabt, hätten sie Kinder gehen da in die Schule und lauter, na, das, wir können doch da nicht weg. Und der Abraham hat den Auftrag gekriegt. Geh. Also ich kann mir vorstellen, wie der zu Sarah gegangen ist, Alter, wie bringe ich ihr das bei? Aber Sarah war eine gute Frau, die hat dem Abraham vertraut, dass er wirklich auf Gottes Stimme hört und ist gegangen. Die Frau von Lot war anders. Die Frau von Lot wollte sich von Sodom nicht trennen. Die hat zurückgeschaut und ist dann zur Salzsäule geworden. Es gibt Ausnahmen, wo Gott eine Frau beauftragt. Deborah zum Beispiel. Und der Balak ist halt nachgetapselt. Ein bisschen ein Seemandel im Buch Richter. Oder Abigail, die deutlich geistlicher unterwegs war als ihr Mann Nabal. Aber in aller Regel, in den meisten Fällen, geht der Auftrag an den Mann und der hat dann die Freude, seine Frau zu überzeugen, dass es ein Auftrag von Gott da ist. Ja? Also Adam der Hauptverantwortliche in dem Sinn, Eva zur notwendigen Hilfe. Wir werden dann das nächste Mal sehen, dass Eva das Gebot, nicht von dem Baum zu essen, scheinbar von Adam gehört hat und nicht von Gott. Weil da gibt es einen kleinen Unterschied in der Art und Weise, wie sie es sagt und wie es Gott gesagt hat. Aber das sage ich das nächste Mal. Das Kriterium, sie soll ihm gleich sein. Und zwar wirklich wesensartig gleich. Er hat es ja aus ihm gemacht. Es sind beide im Bilde Gottes erschaffen, ganz gleich. Beide an Wert und Würde gleich.
beide einander ergänzend in ihrer Unterschiedlichkeit. Beide wären ohne den anderen nicht fähig, sich zu vermehren, wären unvollständig. Beide brauchen einander. Ich glaube, es ist auch in Gottes Sinn, dass Frauen ganz andere Eigenschaften haben als Männer, von ihrer Art und Weise an Dinge heranzugehen. Praktisch und kreativ oder vereinfacht gesagt, ja, oder mehr auf der emotionalen Seite und mehr auf der funktionalen Seite. Da haben wir zwei Zugänge, Männer und Frauen, da schreiben die Leute Bücher über solche Unterschiede. Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Aber das ist wichtig, dass wir uns in dieser Unterschiedlichkeit ergänzen und das nicht schlecht reden. Manchmal rollen wir mit den Augen, das weiß ich schon. Aber richtig betrachtet ist es eine Ergänzung. Da sieht die Frau etwas, was ich nicht sehe, oder da sieht der Mann etwas, was ich als Frau nicht sehe. Dass wir das wahrnehmen, dass da unterschiedliche Perspektiven sind, die beide wichtig sind, beide richtig sein können, und dass man uns da ergänzt und auch korrigieren gegenseitig. Und das Interessante ist, Tiere erfüllen keines dieser Kriterien. Deswegen können Tiere wohl Einsamkeit ein bisschen kompensieren, aber sie können nie einen Partner kompensieren oder ausgleichen. Und in der Namensgebung hat Gott das erste Mal seinen Auftrag ausgeführt, über Tiere zu herrschen. Jetzt ist so, Gott hat ja verboten, dass wir eigenmächtig Gut und Böse uns aneignen mit dem Baum, der verboten ist. Aber er hat uns trotzdem in Sachen Gut und Böse unterwiesen. Gerade in der Situation hat Adam einmal was gelernt, was gut ist und was nicht gut ist. Nicht gut ist böse. Ja? Das Böse entsteht ja nur als Gegensatz zum Guten. Es ist nämlich nicht gut, dass er allein sei. Das ist also, funktioniert nicht. Es ist schlecht, dass er allein ist. Also gut und schlecht, gut und böse. Es ist nicht unbedingt moralisch böse, aber es funktioniert nicht. Es ist nicht im Sinne des Auftrags. Deswegen, hier lernt Adam, ohne von dem Baum essen zu müssen, etwas über Gut und Böse. Er lernt nämlich, es ist gut, wenn ich eine Partnerin habe. Dann, er lernt auch über die Tiere verstehen, warum es nicht gut ist. Er schaut sich die Tiere an, schaut, wie es bei ihm ist. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott uns Gut und Böse beibringt, ist nicht im Sinne eines Gesetzbuches, sondern im Sinne der Schöpfung. Schau dir das an, was funktioniert, was bringt Frucht, was vermehrt sich und was nicht. Deswegen, so wie die Tiere männlich und weiblich geschaffen sind und sich so vermehren, wird auch der Mensch dann männlich und weiblich sein. Damit wissen wir, dass homosexuelle Beziehungen nicht gut sind. Wir brauchen dazu kein Gesetzbuch, wir brauchen uns nur die Schöpfung anschauen. Vermehrt sich nicht, bringt keine Frucht, ist eine Sackgasse, ist ein Irrläufer. Und deswegen brauche ich mit den Transgender- und LGBTQ-Leuten nicht viel diskutieren. Das ist so offensichtlich, dass man einfach nur sagen kann, jeder Bock weiß, was er zu tun hat und jede Geiß weiß, was er zu tun hat und wie sie ihren Auftrag, ihren spezifischen Auftrag erfüllen. Es ist ganz klar, was gut ist und was nicht gut ist. Das heißt, anhand der Schöpfung lernt Adam, was gut ist, und zwar anhand von jedem Schöpfungswerk, weil nach jedem Tag hat Gott gesagt, das ist gut. Und das Schlechte oder das Böse entsteht ja nur als Gegensatz zum Guten. Gott schafft das Gute, nicht das Böse. Das Böse ist nur das Gegenteil vom Guten. Gott will uns nicht im Unklaren über Gut und Böse lassen, er will nur nicht, dass wir eigenmächtig darüber verfügen. Das heißt, das eigenmächtige, von Gott unabhängige Verlangen nach der Erkenntnis von Gut und Böse ist böse. Deswegen hat er den Baum hingesetzt, damit wir eben anhand dieses Verbots lernen, uns Gottes Führung und Ordnung und Weisheit unterzuordnen und anzuvertrauen. Er will nämlich keine autonomen oder selbstbestimmten Menschen. Ein autonomer Mensch, ein Mensch, der sich selbst Gesetz gibt. Autonomen. Automobil ist ein selbstfahrendes Vehikel und ein autonomer Mensch, Autonomie ist die Eigengesetzgebung. Ich lege selbst für mich fest, was gut und richtig ist. Das ist Gott ein Gräuel, das will er nicht. Und das muss Adam schon in Eden lernen. So wie wir in der Gemeinde lernen müssen, uns nach Gottes Wort zu orientieren und sagen, wie es der Herr in der Lehre der Apostel vorgeschrieben hat für uns, so ist es gut.
eine Abweichen von der Ordnung Gottes in der Lehre der Apostel ist schlecht. Viele Gemeinden weichen ab. Wir haben vielleicht noch nicht alles verstanden, aber ich hoffe, dass wir zumindest die Einstellung haben, die Ordnungen Gottes, seinen Willen wirklich gut und gründlich zu erforschen und zu lernen, um es zu tun. Wir dürfen nie die Haltung haben, dass wir etwas ablehnen, was Gott sagt. Ach, das tun wir jetzt nicht mehr. Wir sind schon weiter, wir sind schon klüger. Wir haben Eden schon hinter uns gelassen, wir sind ja nicht in der Steinzeit. Sondern dass wir uns von Gott und seinem Geist und seiner Lehre bestimmen lassen. Ganz wichtiger Punkt. Und dieses Gebot mit dem Baum hat Gott dem Adam gegeben, bevor er seine Gehilfin erschaffen hat, weshalb er es an Adam weitergeben musste. Gut, wir kommen langsam zum Ende. Da steht es nochmal, wie Gott die Eva erschaffen hat, indem er einen Schlaf über sie kommen hat lassen, dann aus der Seite seiner Rippe die Eva gebaut hat. Wieder ein anderes Wort übrigens, gebaut, nicht geformt. Das ist faszinierend, wie Gott sich hier mit Wörtern spielt. Er erschuf die Erde, er formte Adam, er baute Eva. Drei verschiedene Begriffe. Und Paulus macht hier eine Analogie aus der Art und Weise, wie Eva erschaffen wurde. Denn wir sind Glieder vom Leib Christi, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, so wie Eva gleich war dem Adam, aber auch anders, aber vom selben Wesen, von derselben Natur, so sind wir Christus gleich. Wir sind Fleisch von seinem Fleisch, Bein von seinem Gebein. Und wir werden sein, wie er ist, wenn wir ihn sehen. Der tiefe Schlaf von Adam deutet den Tod Christi an. Aus Adams Wunde heraus entsteht seine Frau. Also Adam musste verwundet werden, so wie Christus für uns verwundet werden musste. Und die Frau wird aus der Rippe gebaut, so wie Christus die Gemeinde baut. Christus baut Gemeinde, Gott baut die Frau. Das Wort heißt Oikotomeo im Griechischen, ein Haus bauen. Tatsächlich so, Stein auf Stein, Dach drauf, so wird die Frau gebaut. Ein anderes Wort. Ich finde es interessant, dass Gott an der Stelle so ein architektonisches Wort verwendet. Eine Frau wird gebaut. Aber es ist eben, weil er darauf hinweisen will, dass die Gemeinde gebaut ist und ein Tempel ist. Und so ergeben sich da Wechselwirkungen in den Begriffen, in den Bildern, die es deutlich machen, warum Paulus sagt, das ist wie Christus und die Gemeinde. Und so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, soll demnach der Mann das Haupt der Frau oder der Familie sein. Und wie Christus die Gemeinde liebt und sich für sie hingegeben hat, soll der Mann die Frau lieben. Also er macht das ganze Kapitel 5 oder die Hälfte vom Kapitel 5 genau das zum Thema und gründet es darauf, wie Eva aus Adam gebaut wurde. Wie die Gemeinde sich dem Christus in allem unterordnet, so auch die Frau ihrem Mann. Das heißt, Christus und die Gemeinde beschreiben für uns die geistliche Bedeutung des Auftrags an Adam und Eva. Christus ist gekommen, das Reich Gottes in Kraft zu setzen, das Reich Gottes in der Gemeinde manifest. In der Gemeinde müssen die Grundsätze des Reiches Gottes gelebt werden, wie in der Mustergemeinde Jerusalem. Die Leitung der Gemeinde und Familie muss Männern vorbehalten bleiben. Und weltweit sollen Menschen für Christus gewonnen werden als Erstlinge der neuen Schöpfung, die Christus bringen wird. Die Wiederherstellung aller Dinge in Apostelgeschichte 3,21, da wird es dann wahr und konkret und vollendet, dass wir als Braut Christi berufen sind, mit ihm über die neue Schöpfung zu herrschen. So wie Adam und Eva über die alte Schöpfung herrschen sollten, werden wir als Braut Christi mit Christus über die neue Schöpfung herrschen. Das ist der wahre Adam und die wahre Eva. Der wahre Adam Christus, die wahre Eva die Gemeinde. Das haben wir schon gehabt. Das heißt, jede Gemeinde, jede örtliche Gemeinde soll wie ein Garten Eden inmitten einer verwilderten Welt sein. Es soll hier ein Ort der Wonne sein. Garten ist ein Garten der Wonne, ein Garten der Freude. Wir sollen gern herkommen, gerne hier sein. Wir sollen uns wohlfühlen. Das ist quasi eine Oase, ein Heimatort. Ja? Ein Ort des Friedens, wo die Schwerter schon zu Pflugscharen geschmiedet sind. Wo es auch kein böses Wort übereinander geben soll. Wo es Versöhnung gibt, wo es
herzliches Erbarmen gibt. Ein Ort der Fülle, wo niemand Mangel leiden muss. Wo es keine Armen und keine Reichen mehr gibt. Ein Ort der Liebe, die dient, die sich den anderen höher achtet als sich selbst. Ein Ort der Sicherheit, weil wir füreinander einstehen und füreinander da sind. Ein Ort der Begegnung mit Gott. Das soll die Gemeinde sein. Ein Vorgeschmack auf die Neuschöpfung und Wiederherstellung aller Dinge. Ist das die Gemeinde für dich? Erlebst du die Gemeinde so, wie es hier steht? Erlebe ich sie so. Es ist unser Auftrag, das sichtbar zu machen, das erlebbar zu machen, dass das die Atmosphäre ist, die man hier erlebt. Teil unseres großen Auftrages. Und dann, wenn wir es beherrschen, wenn wir es können, wenn wir gut sind drin, raus in die ganze Welt damit. Damit alles erfüllt wird von der Herrlichkeit Gottes. Amen.